Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution 2. Ja, in der letzten Folge haben wir die drei Riesen oder den Gignatosaurus bei uns ausgelassen. Der läuft hier irgendwo in dem Gehege rum. Da ist einer. Zwei Stück haben wir von denen, die durch unsere Gebiete wandern. Und jetzt kommt so diese... Ich will es nicht sagen, nervige Aufgabe, aber halt ist es halt doch einfach eine nervige Aufgabe. Wir müssen... Es ist... nee, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Teilweise sind es einfach so Stretch-Aufgaben. Jetzt müssen wir noch 75 Dinos halten. 75! Ich umgehe jetzt diese Aufgabe ein bisschen. Schauen wir, was passiert. Wir tun jetzt per Airlift... die in unser Gehege wiedergeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Dann sollten wir damit auch kein Problem haben und das, sagen wir mal, relativ schnell umgehen. Unsere Einnahmen sind um 21% gestiegen. Mittlerweile kommen nicht an ihr Ziel. Zustimmung. Aktivpostenbewertung. Beliebteste Saurier, T-Rex. Von denen haben wir welche, okay. Ja, grundsätzlich schauen wir dann hier gar nicht schlecht aus. Jetzt sind wir dann schon. Rein theoretisch könnten wir einfach nochmal 10 Gallis machen. Und das ist jetzt nicht auf bös gemeint, aber warum... Ich tue die bescheuertsten Viecher freigeben. Und sie kommen ja, weißt du was, wir könnten rein theoretisch noch auf mindestens 75 Dinos. Das kannst du doch keinem erzählen. Produkt in der Luft. Man baut geile Gehege und alles drum und dran, dann kommen sie her, ja... 75 Dinos wäre schon schön. Sag doch lieber 10 verschiedene. Fände ich interessanter. Gut, jetzt müssen wir nur warten, bis die Kollegen hier die ganzen Dinos freilassen. Transportiere Produkt. Darf ich erstmal ein paar Infos zu dem bitte lesen? Dann lasse ich die halt per Airlift schnell frei. Wenn es sein muss. Gut. Dann sind wir jetzt bei 71. Wie gesagt, ich kann es auch simpel machen. Ich hole mir schnell ein paar günstige Dinos und produziere davon ganz viele. Wie, brauchen wir dafür große oder was? Produkt wurde eingesammelt. Vor allem Gallis sind halt sehr, sehr einfach zu machen, weil sie... Sie brauchen halt einfach wirklich nichts. Und ich, ganz ehrlich, ich werde das jetzt auch einfach durchziehen. Wir haben von denen zwar 30 Stück mittlerweile, aber fuck it. Wissenschaftler zuweisen. Zuweisen dann dort 10 Sekunden, bis die fertig sind. Transport abgeschlossen. Da, Galli ist fertig. Zack. Eier auswählen, alle auswählen. Obwohl, ich brauche ja gar nicht mehr so viel, ne? Aber wurscht. Dann gehen wir auf Wissenschaftler zuweisen. 20 Sekunden. Produkt wurde transportiert. Futterstation muss aufgefüllt werden. Ja. Reserve leer. Produktzustellung bestätigt. Darum kümmern. So. Jetzt kann ich hier per Airlift machen. Kann wieder sagen: 1, 2, 3, 4, 5. Aufgabe erhalten. Anfrage bestätigt. Fertig. Easy. Aber wenn mir jemand eine Mauer in den Weg stellt. Oder eine kurze Mauer. Und ich sehe, dass links eine Tür ist. Warum soll ich denn nicht die Tür nehmen?
In dem Fall mein Galli. 20 von denen produziert und die blöde Aufgabe ist erledigt. Gut, Leute, ich vermute mal, hier kommt wieder ein Abschlussprädolier, weil ich glaube, dass das Ende dieser Kampagne war. Wenn es so war, dann war es eine kurze Folge. Ich bedanke mich trotzdem schon mal beim Zuschauen. Wenn das danach weitergeht, dann hören wir uns eh gleich wieder. Und ansonsten sehen wir uns entweder bei der nächsten Serie oder doch bei der nächsten Kampagne. Also, bis dann. Ciao. Die Anlage ist bemerkenswert. Das können Sie laut sagen. Nennen wir sie eine Biosyn-Zuflucht. Das klingt jetzt eher nach Marketing als nach Realität. Naja, Realität ist das, was wir schaffen. Auch wenn es nicht ganz stimmt? Die Saurier sind eine Bereicherung. Es ist unsere Aufgabe, sie mit der Welt zu teilen. Aber zu unseren Bedingungen und in unserem Zeitplan. Wir haben unser Bestes für die Saurier getan und für Biosyn. Wir haben gute Arbeit geleistet. Das ist keine Zeit für Rückblicke. Dann freuen wir uns auf all die Möglichkeiten, die wir mit der Welt teilen werden. Ein Hoch auf Biosyn Genetics. Mit Louis Dodgson an der Spitze brachte Biosyn Genetics eine neue Ära der Gentechnik hervor und schuf ein Utopia für seine urzeitlichen Schöpfungen. Doch heimlich schmiedete Dodgson einen boshaften Plan. Er ließ prähistorische Heuschrecken erschaffen, die in der Lage waren, jegliche Felder ohne Biosyn-Saatgut zu vernichten. Dr. Ellie Sattler und Dr. Alan Grant bekamen Wind von seinen Plänen und infiltrierten das gesperrte Forschungslabor. Dort stellten sie die nötigen DNA-Beweise sicher, um Biosyns finstere Absichten belegen zu können. Dodgson vernichtete die Beweise, um seine Spuren zu verwischen und trat damit eine Katastrophe für das Tal los. Auch sein eigenes Leben fand ein Ende, während ein wütendes Inferno im Tal tobte und Unheil brachte. Zum Glück konnten die meisten Saurier gerettet und das Feuer eingedämmt werden. Das ausgebrannte Tal aber ist ein trostloser Ort, der Zeit zum Heilen braucht. Und das Schicksal von Biosyns Erbe hängt in der Schwebe.